Wer könnte mir denn mal Geld borgen? Wer könnte mir Geld borgen? Ich meine, er. Ich habe ja jetzt Informationen für ihn, aber er gibt mir halt nichts. Er gibt mir halt wirklich nichts. Vielleicht im Büro. Vielleicht kann uns der Kollege ein bisschen Mein Geld leihen. Büro. Ja. Wissen wir, Da dass es bin das ich Büro wieder. ist? Jeder Privatdetektiv. Warum liegt denn jetzt wieder der Hut auf dem Fußboden? Ist nicht in Ordnung. Gehen wir mal zum Platz. Schauen wir mal rüber. Kollege ist nicht da. Kann ich jetzt Es ist telefonieren? außerhalb der Geschäftszeit. Niemand ruft jetzt noch an. Oder? Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Mal schauen, was haben wir hier? Ralphs Notizen, nur für Ralph wichtig. Ralphs Notizen, nur. Hier auch nichts weiter mitnehmen. Keine Kohle, kein gar nichts hier, ne? Kriegen wir Geld jetzt her? Hier ist nämlich auch nichts mehr. Den Ring, natürlich! Den verdammten Verlobungsring, ey. Hätte ich ja gleich mal mitnehmen können, ich Rindvieh. So, laden. Ja, ja, Nochmal. ja, 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 los rein da. Hallo? Möchtest du denn bitte meinen Verlobungsring haben? Behalt's. Auch nicht. Wollt ihr den vielleicht haben? Kann der nichts machen? Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich den hier nicht einsetzen? Ach. Habe ich mal eine geistige Eingebung gehabt und dachte mir so, das könnte man benutzen, aber funktioniert auch wieder nicht. Können wir den denn? Ich meine, ich denke, er ist Hehler. Oder so ein bisschen zumindest. Kann man den Ring irgendwo anders einlösen für Geld? Das weiß ich halt nicht. Ich wüsste nicht wo. Wüsste halt nicht wo. Zeitungsredaktion nicht. Auf der Wache wahrscheinlich auch nicht. Im Rex wird Speiselokal. geschlossen sein. Es ist offen, aber Denton ist nicht da. Ich ziehe es vor mit. Mac hat Friseur. jetzt geschlossen. Er ist zu Hause. Wir sind zwei Leute in der Redaktion. Naja, das bringt alles nichts. Es gibt Nicht keinen so. Grund, ein Loch im Boden zu besitzen. Ja. Für den Moment habe ich keine Fragen mehr. Jake, Sie sagen, er sei ein Killer. Ich habe es bisher noch nicht angetestet. Ich kann den auch nicht den blöden Ring geben, ne? Das ist echt blöd. Nimm den. Du, auch nicht? Ne, dann wird der so komisch unterlegt sein. Also die wollen den offenbar nicht haben. Wo könnte man. Ich kann auch nirgendwo anders mal hin, außer jetzt hier hin halt, ne? Gut, müsste ich dann wieder hierher gehen und pennen. Zurück in meinem Büro. Ralph hat nichts dagegen. So. Sit. Haben wir hier noch irgendwas, was wir in irgendeiner Art und Weise nehmen Mein können? Wandschrank. Ja, der ist aber leer. Der ist komplett leer. Tutto completi leer. Nix da. Hier ist auch nichts weiter. Mein Lampe? Mantel. Solange es heiß ist, bleibt. Kann man den Mein Mantel nicht Mantel. durchsuchen? Solange es heiß. Ja, da noch irgendwas drin. Kohle. Muss man hier nochmal gucken. Aber vielleicht hier noch irgendwas. Auf jeden Fall erstmal speichern. Das ist ja bis jetzt. Läuft es eigentlich mehr oder weniger gut. Würde ich sagen. Eine Tasse. Kann ich auch nicht mitnehmen. Eine Tasse. Ja, ich weiß, dass es eine Tasse ist. In der Schublade ist nichts. Ich kann hier wirklich nichts mehr mitnehmen, ne? Gar nichts. Nein, ich will. Nein, ich will nicht speichern. Ah, ist weg. Ah, continue. Können wir nochmal in diese Seitengasse gehen? Die Gasse hinter unserem Büro. Hier gab es ja auch nichts weiter, ne? Sie ist zugenagelt. Das hat Zerr gemacht, nachdem zwei Jugendliche eine Tafel Schokolade geklaut haben und durch die Hintertür entwischt sind. Der gibt nichts umsonst weg. Die Hintertür von Zerrs Drugstore. In der Regel kaufe ich dort nicht ein. Zerr ist so knickerig, dass bei ihm die Pennys blaue Flecken kriegen.
Hätte dem Vermieter nicht so viel Kohle geben sollen? Ja, scheinbar, stimmt. Das ist natürlich jetzt doof. Warum bin ich eigentlich hier? Die Einschüsse sehen genauso aus wie die anderen tausendmal, als ich besoffen war und auf sie starrte. $50 hätten gereicht. Okay. Dann müssen wir quasi nochmal von vorne anfangen. Zum dritten Mal. Ja gut, bleibt uns ja... Ich kann nicht mehr neu laden. Das ist jetzt zu spät. Scheiße. Das ist gemein. Das ist verdammt gemein. Also, woher soll man das denn wissen, ne? Woher soll man das wissen? Naja, gut. Tudum. Müssen wir von vorne anfangen. Zum dritten Mal. Na gut, wir können noch. Ja, dumm gelaufen. Ich skippe das Ganze wieder. Ich nehme da alles mit, was geht. So. Ich beeile mich. So, das nehmen wir mit. Haben wir hier noch irgendwas gehabt? Verlobungsring. Zack, nehmen wir mit. Ja, nee, ist kein kurzes Spiel. Also, das ist wirklich kein kurzes Spiel. Das sage ich gleich ein dazu. Waschbecken. So, da mit rein. Hatten wir noch irgendwas? Jetzt habe ich eine bei dir gut. Ich habe eine Kippe gefunden. Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Die konnte ich vorhin auch irgendwie nie anklicken. Lenk dich nicht mehr. Ich weiß, welchen Fall er meint. Gut. So. Sag mal, Jack. Okay, wir sollen ihm $50 geben. So. Es reicht. Ich will innerhalb einer Woche den Rest haben. Sonst fliegt ihr raus. Vielen Dank für deine tolle Unterstützung, Ralph. Entschuldigung. Das stimmt. Nächstes Mal kümmere ich mich um ihn. Nimm's nicht auf die leichte Schulter. Er meint es diesmal. Ja, wenn ich erinnert hattest, wenn du dich erinnerst, hattest du dem Vermieter auch nicht die volle Summe gegeben, sondern nur $114 oder so. Ja, das stimmt. Jetzt kann ich pokern, bis der Arzt kommt, ja, bis ich keine Kohle mehr habe, meinst du? Ja, aber danke für den Hinweis. Also, da wäre ich nie drauf gekommen. Niemals. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt hier noch stundenlang rumgeeiert und hätte mich, hätte mir einen nicht Wolf gesucht. Nicht ohne meinen Hut. Ja, nimm doch deinen Hut. So. Viel Glück, Partner. Gleichfalls. Ja, mein Wagen. Ja, ich skippe das wieder für euch. Wie schon gesagt, wir gehen fix zum Friseur. Mac. Ja. Ups. Einmal, halt, wir können ja mal fix in die Schule. 29. Juli. Morgenausgabe. Bürgermeister. Das skippen wir. Reden wir fix mal. Wie gefällt dir der neue Engel? Ich hab ihn. Ah ne, wir brauchen ihn nur. Abtrag. Ich frag mich, Scott, was hat vier Beine und riecht wie ein Rennpferd? Periwig. Hinkt dieser Gaul auch noch, oder was? Periwig. Tiger's Revenge. Rennen 4. Hast du mein Geld? Ja. Bitteschön. Schönen Tag noch, Scott. Dankeschön. Ich nehme die Haare wieder mit. Weiß nicht, für was ich die brauche, aber offenbar. Na dann, bis morgen, Scott. Ich meins Auto. Ich bin im Auto. Was soll ich denn im Auto? Was gibt's hier? Hier gibt's sonst nichts weiter. Ich kann höchstens noch in meinen Kofferraum schauen. Da hätte man auch noch was mitnehmen können. So ein Schlüssel oder irgendwie sowas, ne? Die Tribune schreckte die... So, das gibt noch wieder. Wie gefällt dir der neue Engel unseres Bürgermeisters? Er holt die Verbrecher von der... So, Dan Klein. Erzähl mir von Dan Klein. Dan wer? Nie von ihm gehört. Zeitungen schreiben sich nicht von allein. Okay, hier könnte man das Foto nicht zeigen, ne? Ne, wo ist denn das jetzt? Ah, da, Foto von Dan. Er ist süß. Ein Freund von dir? Nicht, dass ich wüsste. Schon mal gesehen? Könnte ich nachholen. Boah. Die ist ja rollig, ey. Kamera, Füllfederhalter, Verlobungsring. Das sollten wir alles nicht zeigen, sonst wird sie wieder böse. Zigarette vielleicht? Danke. Ich behalte's. Damit beeindrucke ich die Eingeborenen. Ich hab dir meine Zigarette geklaut. Was heißt hier Miau? Achso, wegen ihr. Haare. Soll ich erst sauer auf dich werden? Du hast es fast geschafft. Okay, Entschuldigung.
Mann. Was liegt über Dan Klein vor? Nichts. Ist nichts. Der Typ, ey, der ist so herrlich. Nichts. Ich finde den cool. Ja. Au revoir, Scott. Das ist Französisch und heißt Tschüss. Tschüss. So, wir können, klar, wir können gerne mal hier reinschauen. Oh, das ist manchmal ein bisschen blöd. Raumschlüssel. Ich kann den aber irgendwie... Ja, toll. Ach, hier mit reintun. Jetzt muss ich wieder darunter. Also können wir den doch mitnehmen. Nee, jetzt ist er wieder hier drinne. Hä? Raumschlüssel? Oder habe ich ihn jetzt mitgenommen? Ach nee, das Radkreuz hat man vorher genommen. Okay, wir haben ein Radkreuz und einen Schraubenschlüssel. Ich weiß zwar nicht, was wir da jetzt mit sollen, aber... wir haben es auf jeden Fall erstmal. Okay, fahren wir zur Polizei, fix. Das Polizei... Ja, skippen. Officer Jim Dent. Ja, mitnehmen, hast recht. Mitnehmen kann man das immer. So, Foto von... Dan. Ja. Das ist Dan Small. Dan Small? Da bin ich sicher. Okay, jetzt haben wir die Information, dass das Dan Small ist. Damit können wir jetzt... Machen Sie keinen Ärger bis zum nächsten Mal. Hängt davon ab, wo das nächste Mal ist. Hängt davon ab, wo der Ärger ist. Der Ärger sitzt 2 Meter vor mir offenbar. Okay, gehen wir fix zum Speiselokal. Holen Mac. Uns was zu essen. Mac, von. Skippen. Holen uns einmal die Donuts. Donuts und Kaffee. Danke. So, einmal weggeknuspert. Oh, dieses Geräusch, das ist so eklig. Ich bin satt. Den Rest esse ich später. Okay. Den packen wir da rein. Dann trinken wir unseren Kaffee. Nicht schlecht. Erinnert mich irgendwie an Kaffee. Aber nur irgendwie. Dann bezahlen wir. Und... Hang ab. Wo bleibt das Trinkgeld? Wo bleibt der Service? Gibt kein Trinkgeld. Olle Zippe. Okay, damit, ich würde mal sagen, wir probieren es nochmal bei der Zeitungsredaktion, weil wir haben ja jetzt einen anderen Namen. Vielleicht hilft uns das weiter. Hallo Frankie, wie geht's? Besser als dir, du siehst krank aus. Ernährst du dich richtig? Ja, ja. Komm, wir essen was zusammen. Nein, danke, keine Zeit. Außerdem dachte ich, du würdest dein Essen immer noch trinken. Essen immer noch trinken? Was liegt über Dan Small vor? Nichts. Ist nichts. Immer noch okay. Nichts. Dan gräbt immer noch keine Geschichten aus. Über Dan Small haben wir offenbar auch nichts. Weiß sie was über ihn? Erzähl mir von Dan Small. Von dem habe ich auch noch nie was gehört. Was ist mit all diesen Dans? Raus hier, Scott. Einige Leute müssen arbeiten. Ist er wieder sauer. So, Frankie ist sauer. Jetzt ist er wieder sauer. Na gut, wir gehen auf jeden Fall mit dem Donut zur Polizei. Alle Reviere. Enger! Das müsste ich sein. Die da, du Donut. Donut. Die sind wirklich sehr schnell pissig, ne? Ich muss mir einen Kaffee holen. Mach mal. Mach mal, mein Freund. Man sieht sich. So, dann nehmen wir das hier mit. Den Plan nehmen wir mit. Kann ich noch irgendwas... Den hat er wohl zum Kaffee umrühren benutzt. Den kann ich auch nicht mitnehmen. Gucken wir mal, ob ich noch irgendwas mitnehmen kann. Nö. Oh, scheiße! Tschüss. Machen Sie keinen Ärger. Welchen? Jeden. Oh, ich dachte, er kriegt das jetzt mit, dass ich das Papier geklaut habe. Können wir noch irgendwas machen? Friseur. Nee, Büro brauchen wir nicht. Zeitungsredaktion brauchen wir auch erstmal nicht mehr hingehen, weil die ist jetzt pissig auf uns. Okay, dann gehen wir... Shake hat zu. Ja, Shake und seine gut, Trinken. Skippen. Wir müssen die Zeit wieder skippen. Aber ich glaube noch nicht allzu lange. Gucken wir mal. Ja. Jake's. Okay, jetzt kommen wir in Jakes Laden. Einmal klopfen, bitte. Hallo. Der Blick. Der Blick schon von ihm, ne? So, was bist denn du für einmal? Was willst du von mir? Hier haben wir den Razzia-Hinweis. So. Okay. Mit denen sollen wir jetzt spielen. Und zwar geben wir den $1. So. Hinaus. Poker. Mindesteinsatz $1, Tischlimit $20. Oft habe ich hier fast mein letztes Hemd verspielt, aber die Informationen, die hier durchsickern, sind Gold wert. Okay, dann schmeiß mal hin. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht pokern, ich kann nicht pokern.
Welche soll ich abziehen? Och. Oh, eure Hilfe, ich kann doch nicht pokern. Ich weiß es nicht. Sagt mir was. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie die 10. Was sagt der Flo dazu? Auf die 10? Ja, nein, vielleicht. Sagt nix. Oder eine 4. Eine 10 oder eine 4. Ich lege einfach mal die 10. Ja. Kann ich die jetzt legen? Na? Erzähl mir von Dan Small. Was soll denn das? Du kennst die Regeln. Du setzt den Betrag und du spielst eine Runde. Du stellst eine Frage und du kriegst eine Antwort. Wenn du nicht spielst, kannst du auch nichts dazulernen. So einfach ist das, Enger. Ja, ich würde gerne die 10 spielen. Muss ich jetzt den Betrag setzen oder wie? Nee. Okay. Ich nehme eine. Hier, 3 Karten. Ich nehme eine. 3 Karten. Was? Jetzt? Ich habe keine Ahnung. 2 Paar. Soll ich die jetzt... Soll ich die behalten oder... Dame tauschen? Okay. Kann... Achso, muss ich jetzt Geld? Ah. Gigi will sehen. Mickey will sehen. Red hat erhöht. Soll ich trotzdem noch die Dame spielen? Mitgehen, okay. Gigi will sehen. Mickey will sehen. Red hat erhöht. Nochmal mitgehen? Kann jetzt die Karte kann ich jetzt auch gerade nicht legen. Also muss ich wahrscheinlich immer mitgehen, solange bis er sagt, no go. Kann auch mehr setzen, ne? Kann wahrscheinlich mehr setzen als er. Gigi hat erhöht. Mickey will sehen. Red will sehen. Er will sehen. Okay. Rechts, das ist der Pot. Ja, also sind jetzt $34 scheinbar im Pot. Kann hier auch nichts irgendwie. Ja, wir sehen. Ja, aber ich kann jetzt nichts. Ich kann nichts anderes machen. Bin dem reden. Muss ich jetzt nochmal Geld hier reinballern? Gigi hat erhöht. Mickey will sehen. Red will sehen. Ja, dann. Hä? Also ich kann jetzt scheinbar die ganze Zeit nur erhöhen. Bis irgendwann einer sagt hier, nee. Erhöhen wir nicht immer. Aber, ah. Du hast gewonnen, Schnüffler. Okay, Scott, was willst du wissen? Ah, okay, dann erzähl mir mal was über Dan Small. Erzähl mir von Dan Small. Nein, ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, nein. Ja, er hängt ziemlich oft mit Freddy Creel rum. Das waren ganz dicke Freunde. Dicke Freunde? Das ist witzig, dicke Freunde. Was ist er denn für ein Psycho? Wir könnten rein theoretisch noch weiterspielen, weil damit könnten wir noch mehr Kohle rausholen. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Huch. Nein, ich will wieder zurück in meine Brieftasche. Jetzt haben wir $103. Nicht übertreiben, okay. Ja, ich weiß so. Wir könnten damit rein theoretisch genug Geld rausholen, um unsere Miete zu bezahlen. Das war jetzt nur meine Idee gewesen. Foto von Dan. Dan Small, hübsches Bild. Guck dir diese Zähne an. Dan Small? Ja, wer soll das sonst sein? Ein anderer.